heutigen Mediengesprächen. Thema ist die Wienholding und ihre Wertschöpfung und ihr volkswirtschaftlicher Nutzen. Ich darf Ihnen Ihre Gesprächspartner am Podium gleich vorstellen. Vizebürgermeisterin Renate Brauner, Finanz- und Wirtschaftsstadträtin, Kommerzialrat Peter Hanke, Geschäftsführer der Wienholding, Diplom-Ingenieurin Sigrid Oblak, Geschäftsführerin der Wienholding und Magister Agnes Streisler-Führer, die Studienautorin. Frau Vizebürgermeisterin, bitte. Ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, Sie so zahlreich hier begrüßen zu dürfen. Hat vielleicht auch mit dieser wunderbaren Location zu tun. Und diese Location hat wiederum viel mit der Holding zu tun. Aber auf das werde ich noch kommen. Freue mich, dass wir heute ein für mich sehr wichtiges Thema ansprechen können. Wir wollen Ihnen heute den Wienholding-Effekt präsentieren. Welche Auswirkungen hat das, was die Wienholding in dieser Stadt tut, auf die Stadt, auf die Wiener Wirtschaft, auf die Wiener und Wienerinnen? Volkswirtschaftliche Gesamteffekte könnte man auch sagen, aber wir wollen es lieber handfest formulieren. Ganz konkret, was bedeutet die Tatsache, dass es in der Stadt Wien eine Wienholding gibt, ein Unternehmen, das privatwirtschaftlich agiert, aber den öffentlichen Auftrag hat und den öffentlichen Eigentum ist, ein breit gefächertes Spektrum an Unternehmungen hat. Was bedeutet dieses Unternehmen für die Wiener und Wienerinnen, für den Arbeitsmarkt, für die Wirtschaftssituation und für viele Wiener Unternehmen? Und ich freue mich sehr, dass wir Frau Magister Streisler gewinnen konnten, eine Wertschöpfungsstudie über den Wienholding-Konzern zu berechnen, denn das gibt uns die Gelegenheit, Diskussionen, die gerade in letzter Zeit wieder geführt werden, mit Zahlen, Fakten und Daten zu beantworten. Was wird denn so gerade in letzter Zeit von, was diesmal versucht zu sagen, den Vereinigten Verschwörungstheoretikern wieder so über öffentliche Unternehmungen erzählt? Es wird erzählt, öffentliches Eigentum ist grundsätzlich einmal ineffizient und schlecht, private Wirtschaften viel, viel besser und es muss alles privatisiert werden. Gut, das hatten wir ja schon mal in diesem Land, das Ergebnis haben wir kennengelernt, das Ergebnis haben wir gesehen und ich meine, dass das kein besonders gutes Ergebnis ist. Es ist ja auch nicht mehr opportun, darüber zu sprechen, dass man Wasserversorgung privatisieren möchte. Man traut sich auch nicht mehr, nachdem es da viele internationale grausliche Beispiele gibt, darüber zu sprechen, dass man zum Beispiel Wiener Linien privatisieren möchte. Na, da hat man sich erst dann auf die Wienholding eingeschossen und meint denn hier, dass privatisiert werden soll, weil die Holding und öffentliche Unternehmungen grundsätzlich nicht gut antworten. Wir haben hier Antworten mit diesen Zahlen, die wir Ihnen dann präsentieren, wenn wir mit dieser Studie antworten, auch auf diejenigen, die sagen, dass öffentliche Unternehmungen intransparent sind, die öffentliche Unternehmungen grundsätzliche diskreditieren als intransparent, als undurchschaubar. Je nach Nähe des Wahltermines steigern sich diese Begrifflichkeiten dann von intransparent hin zu verfilzt und Freundeswirtschaft und was man da immer alles für Grauslichkeiten hört. Nun, auch da denke ich, zeigt sowohl der Beteiligungsbericht der Stadt als auch die Berichte der Wienholding, aber natürlich auch die Studie, dass hier in keinster Weise ineffizient gearbeitet wird. Und die Zahlen und Fakten, die wir heute präsentieren, geben auch Antwort darauf, dass behauptet wird, diese Stadt ist zwar gut verwaltet, aber kreativ weitergehen tut nichts. Öffentliche Unternehmungen sind nicht innovativ, sie sind nicht kreativ. Und abgesehen davon, dass die aktuelle Diskussion des Buches von Mariana Mazzucato das Gegenteil beweist, ganz im Gegenteil, nämlich Innovation ist in hohem Ausmaß international von der öffentlichen Hand ausgegangen, beweist auch die Arbeit der Wienholding, dass sehr viel, was es an innovativen Projekten gibt, da gemeinsam mit der Wienholding gemacht wurden. Und ich wage zu sagen, und ich glaube, wir können das auch belegen, dass es viele innovative Projekte ohne der Wienholding gar nicht gäbe. Und in einem sitzen wir gerade. Weil diese wunderbare Schiffsanlegestelle, die in Wirklichkeit sehr viel mehr ist, die eine Visitenkarte für Wien geworden ist, wo hier die Touristen und Touristinnen ankommen, gäbe es nicht, wenn es nicht hier, und auch das ist etwas, was wir mit dieser Studie belegen können, in exzellenter Zusammenarbeit mit privaten, innovative, moderne Projekte, die die Wiener und Wienerinnen mittlerweile lieben, aber erfreulicherweise auch die Touristen und Touristinnen.
Das heißt, die Wien Holding ist ein Beweis dafür, dass öffentliche Unternehmungen effizient, privatwirtschaftlich organisiert, aber mit öffentlichem Auftrag im Interesse ihrer Eigentümer und Eigentümerinnen, und das sind alle Wiener und Wienerinnen, arbeiten und die Lebensqualität und die Lebenssituation der Menschen in die Zukunft zu entwickeln helfen. Mit der breiten Vielfalt, was die Wien Holding alles anbietet, ich glaube, in dieser Runde muss ich das nicht extra erwähnen, aber es ist eine wirkliche Breite und die uns viele andere beneiden, von unseren Kulturangeboten bis zum Wiener Hafen, der ganze Immobilienbereich, sehr, sehr viele Logistikangebote, ganz wichtig für die Wirtschaft gerade jetzt auch, werden von der Wien Holding angeboten und hier sind sie ein wichtiges Instrument in der Wirtschaftspolitik und wichtiger Partner für die Unternehmen, für die Privatunternehmungen. Und das ist kein Gegeneinander, das ist ein Miteinander. Und ein sehr gutes Miteinander, und ich erlebe es sehr häufig, dass ich mit privaten Unternehmungen zu tun habe, die dann sehr positiv über diese Kooperation sprechen mit öffentlichen Unternehmungen, ganz konkret eben hier mit der Wien Holding und den verschiedenen Bereichen und den beiden Geschäftsführern, Geschäftsführerin Peter Hanke und Sigi Oblak. Von welchen Zahlen sprechen wir nun? Diese Studie hat ergeben, dass die Wien Holding eine Wertschöpfung von 1,3 Milliarden Euro generiert. Das ist eine Summe, die auch für eine große Stadt, für eine große international vernetzte Wirtschaft, wie es die Wirtschaft der Stadt Wien ist, nicht banal ist. 1,3 Milliarden Euro generiert die Wien Holding an Wertschöpfung und sichert damit österreichweit direkt und indirekt 16.590 Arbeitsplätze. Und das ist das, was mir natürlich als politische Verantwortliche in Zeiten wie diesen ganz besonders wichtig ist. Wir haben aufgrund der Wirtschaftskrise, wir haben aufgrund des geringen Wirtschaftswachstums nach wie vor steigende Arbeitslosigkeit in ganz Österreich und natürlich in der Metropole kulminiert dieses Problem. Und deswegen haben wir in einer Stadt, die täglich 250.000 Menschen, die nicht in Wien leben, mit Arbeitsplätzen versorgt, haben wir es besonders schwer, hier arbeitsplatzmäßig zukünftig Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, solange das Wirtschaftswachstum nicht entsprechend steigt. Und deswegen ist diese Auswirkung, diese arbeitsmarktpolitische Auswirkung der Wien-Holding ganz besonders wichtig. Der Großteil dieser Wertschöpfung, fast 70%, bleibt in Wien, genauso wie auch der Großteil der Arbeitsplätze in Wien ist. Es sind ganz konkret 68%, also der Löwenanteil der Wertschöpfung, der unmittelbar in Wien ist. Wir haben Ihnen auch einige Grafiken dazu vorbereitet, damit man sich das alles ein bisschen besser vorstellen kann, wie eben hier sowohl die Arbeitsplatzsituation als auch die Wertschöpfung ist. Und damit kann man auch sehr genau unterscheiden, aber das werden dann Berufenere noch im Detail erklären, wie viele Arbeitsplätze sichert der laufende Betrieb, wie viel sind es durch Investitionen. Jedenfalls ist es so, dass jeder zweite Euro, den die Wien Holding in Projekte investiert, unmittelbar der Wiener Wirtschaft und ganz konkreten Aufträgen an der Wiener Wirtschaft zugutekommen. Und wie gesagt, das ist in Zeiten wie diesen, wo wir alle wissen, die Investitionsfreudigkeit ist noch nicht so, wie sie sein sollte, ist ein ganz besonders wichtiger Aspekt. Ich sagte schon, das Besondere an der Wien Holding ist, sie ist privatwirtschaftlich organisiert, sie arbeitet effizient, sie arbeitet wie jeder Private. Der einzige Unterschied ist, nicht im Interesse eines oder einer Gruppe oder von Shareholdern, die, was legitim ist für Private, ihren Profit haben wollen. Unser Profit ist das Gemeinwohl der Wiener und Wienerinnen. Das ist der Auftrag, so wird gearbeitet und das ist das auch das entsprechende Ergebnis. Wir haben, wie schon gesagt, 16.590 Arbeitsplätze, und das ist sicher für die Wiener und Wienerinnen im Moment besonders wichtig, die durch die Wien Holding direkt oder indirekt gesichert werden. Und ich sagte schon auch hier, der größte Teil in Wien, 11.340, ganz konkret 68,4%, aber immerhin auch noch fast 2.000, konkret 1.980 Arbeitsplätze in Niederösterreich und über 3.270 Arbeitsplätze in den restlichen 7 Bundesländern. Vielleicht etwas zum Überlegen für die, die meinen, dass jedes Bundesland nur mehr für seine eigenen Bewohner und Bewohnerinnen Arbeitsplätze schaffen sollte. Ich denke, wir arbeiten miteinander in einem Land und
das beweist, dass Wien hier ein Wirtschaftsmotor für die gesamte Region ist. Und wir bekennen uns dazu und es ist gut so und wir wollen das auch so. Aber ich denke, hier sollten wir auch wirklich entsprechend zusammenarbeiten. Lassen Sie mich noch zwei Aspekte ansprechen, bevor die Geschäftsführung und die Wissenschaftlerin zu Wort kommt, die mir ein großes Herzensanliegen sind. Lehrlingsausbildung, Sie wissen, in allen Bereichen setze ich mich dafür ein, dass junge Menschen in dieser Stadt eine Chance bekommen. Mit der Ausbildungsgarantie garantieren wir das auch. Aber natürlich ist das auch ein ganz konkreter Auftrag an die Unternehmungen der Stadt, sich hier einzubringen. 70 Lehrlinge in 14 verschiedenen Lehrberufen. Und die, die mich kennen, wissen, dass ich nicht extra betonen muss, dass wir sehr großen Wert darauf legen, dass auch Mädchen in nicht traditionellen Berufen bei der Wien Holding ausgebildet werden. Wir haben ja auch die erste Kapitänin, wenn ich mich richtig erinnere, gerade weil wir hier sitzen. Also wir bemühen uns auch sehr, dass wir hier für Mädchen neue Berufswege eröffnen. Auch in Führungspositionen sind in der Wien Holding Frauen gut vertreten. In den Geschäftsführungen sind es 25,9% Frauen. Das ist noch nicht halbe halbe, aber wir sind am guten Weg. Und ich denke, wenn wir uns anschauen, wie es in vielen anderen Unternehmungen ausschaut, so sind wir da einige Schritte voran und das ist gut so. Bei den Aufsichtsräten liegen wir noch besser. 36,8% der Aufsichtsräte und Aufsichtsrätinnen in der Wien Holding sind weiblich. Letzter Punkt, Investitionen. Das, was wir brauchen, um die Probleme, die wir haben, endlich in den Griff zu kriegen. Wir brauchen Wirtschaftswachstum und Wirtschaftswachstum wird es ohne Investitionen nicht geben. Bei den Privaten ist die Investitionsfreudigkeit noch nicht so, wie sie sein sollte, aus vielerlei Gründen. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass die öffentliche Hand hier ihre Verantwortung wahrnimmt und wir in Wien tun das auch und damit natürlich auch die Unternehmungen der Wien Holding. Die 75 Unternehmungen mit einer Investition in den letzten 4 Jahren von 576 Millionen Euro. 576 Millionen Euro sind hier investiert worden und nicht irgendwo, sondern in sehr sinnvollen, langfristig sich mehrfach auszahlenden Projekten wie den Hafen Wien, wie hier diese besondere Schiffsanlegestelle, der Wirtschaftspark Breitensee, der neue Bürokomplex DA22, aber auch die Infrastruktur, die Modernisierung unserer Theater, Veranstaltungshallen, Museen, Wohnprojekte, G7, AWAG, jährlich über 1000 hochwertige Wohnungen, die hier entstehen, hochwertige und leistbare. Und im Schnitt ist das pro Jahr eine Investition von 144 Millionen Euro. Also auch das, denke ich, ein wirklich wichtiger Faktor und belegt damit, und damit schließt sich der Kreis, öffentliche Unternehmungen sind gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten besonders wichtig. Wir wehren uns und wir werden nicht zulassen, dass hier öffentliche Unternehmungen diskreditiert werden. Das belegt, die Wien Holding arbeitet gut, sie arbeitet effizient und sie arbeitet vor allem im Interesse der Wiener Wirtschaft und der Wiener und Wienerinnen. Und was das im Detail heißt, dass sich hier auch eine positive Entwicklung in den vergangenen Jahren gezeigt hat, kann niemand besser darstellen als der für den wirtschaftlichen Bereich verantwortliche Peter Hanke. Danke vielmals. Dankeschön, Frau Vizebürgermeisterin. Herr Direktor Hanke, bitte. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind, so zahlreich. Und ein Herzensanliegen darf ich auch von Seite Sigrid Oblak und meiner hier bieten, nämlich die, dass wir sehr, sehr erfreulich im Jahr 2014 einen Rekordumsatz in unserer Gruppe erzielen konnten. In wirtschaftlich, wie wir wissen, nicht leichten Zeiten ist es uns gelungen, unsere Ist-Zahlen des vergangenen Jahres noch einmal um 2,3% zu toppen, wie wir meinen, eine sehr wirklich tolle Leistung unserer Geschäftsführer, aber auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Konzern. Darüber hinaus, die Investitionen wurden bereits angesprochen, aber für das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2014 lagen die bei 167 Millionen Euro und es ist gelungen, über alle unsere Konzernunternehmen auch ein positives Ergebnis in der Konzernbilanz auszuweisen, in der Höhe von rund 400.000 Euro.
das alles vor dem Hintergrund, dass wir Ihnen ja heute hier Zahlen präsentieren, die das Basisjahr 2013 darstellen und Ihnen aber auch zu sagen, wir gehen davon aus, dass diese Entwicklung aus 2013 wir auch in den nächsten Jahren hier fortsetzen können und wir hier eigentlich auf sehr, sehr guten Wege sind. Vielleicht auch eins, eine Veränderung. Wir hatten ja schon einmal eine Studie, eine Wertschöpfungsstudie erstellt im Jahre 2009 mit dem WIFO gemeinsam. Damals kamen wir auf eine Bruttowertschöpfung von 1 Milliarde. Das bedeutet, dass wir hier in 4 Jahren doch eine deutliche Steigerung erzielen konnten mit den genannten 1,3 Milliarden und das auch bei den Arbeitsplätzen, wo wir ein Plus von rund 3000 Arbeitsplätzen, die wir direkt und indirekt hier ermöglichen am Standort innerhalb der 4 Jahre geschaffen haben. Also sehr ambitioniert hier in diesen letzten Jahren vorgegangen ist. Und wenn man sich im Detail auch die Grafik, die die Frau Vizebürgermeisterin gezeigt hat, noch einmal zeigt, dann sehen wir hier, dass also der größte Teil der Wertschöpfung aus dem laufenden Betrieb generiert wird. Es sind rund 946 Millionen Euro, gefolgt von den Investitionen, die wir hier permanent tätigen am Standort Jahr für Jahr. Hier sind die Investitionen dafür zuständig in der Größenordnung von 237 Millionen. Und dann haben wir 2 Unternehmen, die sehr, sehr wichtig aus dem Kulturbereich sind, noch herausgenommen. Das sind die Vereinigten Bühnen Wien und die Wiener Stadthalle. Hier haben wir eine Bruttowertschöpfung per anno von rund 114 Millionen Euro geschaffen per anno und auch hier mit dem Ziel, das weiter in den nächsten Jahren auszubauen. Wenn Sie unsere 5 Geschäftsbereiche jetzt hernehmen, der Wien Holding, dann ist ein Drittel, rund 34% entfällt auf den Immobilienbereich, wo es eben eine Vielzahl von Entwicklungen gibt, auf die Sigi Oblak noch entsprechend kommen wird, gefolgt vom Kulturbereich und Logistikbereich jeweils ein Viertel am Gesamtergebnis und der Rest bedeutet Medien- und Umweltbereich, die sich hier das teilen. Und vielleicht auch noch eine Größenordnung, die interessant ist, an der Gesamtwertschöpfung von Wien hat die Wien Holding immerhin einen Anteil von rund 1,2% als Unternehmensgruppe, auch das ein Wert, der sich sehen lässt. Und das Thema der Arbeitsplätze, eben rund 11.300 Arbeitsplätze, die direkt hier in Wien gesichert werden. Erlauben Sie mir jetzt noch ganz kurz 3 Beispiele zu nennen, um diese Wertschöpfungsstudie auch noch greifbarer zu machen. Wie schon gesagt, diese herrliche Immobilie ist eine der Ideen, die bei uns geschaffen wurden, bei uns realisiert worden. Es ist auch ein kleines Jubiläum hier zu feiern. Es gibt jetzt genau seit 5 Jahren, 2010 haben wir hier die Eröffnung gefeiert. Aber davor war noch ein ganz anderes wesentliches Ereignis dafür verantwortlich, dass es zu dieser Investition gekommen ist. Und das sind die 2 Twin City Liners gewesen, die wir 2005 das erste Mal den ersten in Betrieb genommen haben, mit dem wir 5-mal täglich mit sehr, sehr großem Erfolg, auch heuer darf ich sagen, das Wetter unterstützt uns natürlich ein wenig, mit einer Auslastung in den Spitzenmonaten von rund 80%, man muss sich das einmal vorstellen, wird also wirklich noch immer gestürmt und dann mit einem zweiten Schiff 2 Jahre später hier noch weitergemacht haben, haben wir rund 7,5 Millionen Euro in den Fuhrpark, in den Schiffsfuhrpark investiert. Wenn Sie jetzt die Investition dieses Standorts auch noch dazu nehmen, das waren auch rund 7 Millionen, haben wir mit diesen rund 14,5 Millionen Euro für die Unternehmen der Wien Holding Gruppe, die wasseraffin und donauaffin sind, eine unglaubliche große Zahl in der Wertschöpfungskette auch erreichen können, nämlich 34 Millionen per anno, die hier rund an Bruttowertschöpfung allein aus dem Thema DDSG Blue Danube wiederholt. Mit Partnern ist eine Unternehmung, die wir gemeinsam mit dem Verkehrsbüro führen, aber auch die Central Danube, die eben diese beiden Twin City Liners führt und darüber hinaus aber auch den Wiener Donauraum, der für uns die Passagiere abfertigt im Bereich Reichsbrücke und auch dort sind wir ja derzeit mit einem größeren Projekt unterwegs. Also Sie sehen, was hier mit einer Stadtinvestition, die auf diesem Standort geschaffen wurde, eigentlich für die Gruppe generiert werden konnte. Ein anderes, zweites aktuelles Beispiel ist schon wieder ein paar Monate zurück, aber man erinnert sich gern zurück, weil es war einfach ein Riesenerfolg, der Song Contest.
Auch hier zum Thema Bruttowertschöpfung eine Zahl, rund 38 Millionen Euro, die dieser Song Contest für uns hier in Wien bedeutet hat. Fiskale Effekte von rund 16 Millionen Euro, also wirklich große Zahlen, die wir hier auch aktuell Ihnen noch einmal mitgeben dürfen. Und ein drittes Beispiel, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir sind derzeit im Bereich Anlegestelle Reichsbrücke mit einem großen Investitionsprogramm unterwegs. Weitere 7 Millionen werden dort in die funktionale Erneuerung im Quaybereich investiert, um eben auch dem touristischen Wien wiederholt eine Aktivität neu hinzuzustellen, um einfach die Touristen, die hier ankommen, ein entsprechendes neues Entree zu zeigen. Und in Kürze werden wir hier auch eine Eröffnung haben. Und vielleicht so am Rande auch bei dem herrlichen Wetter, das wir hier haben, habe ich mir heute gerade die aktuellen Daten vom Stadionbad geben lassen. Wir liegen derzeit bei 240.000 Besuchern. Letztes Jahr waren das am 24.07. des heutigen Jahres schon die Gesamtmenge erreicht. Also Sie sehen einfach ein tolles Sommerjahr, das wir hier haben. Und so gesehen für uns einfach schön, dass man die Wien Holding überall spürt in Wien und für die Wienerinnen und Wiener, aber auch für das touristische Wien, wir, wie wir meinen, einen wichtigen Beitrag leisten können. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich möchte auch ein bisschen weggehen von den Zahlen, beziehungsweise die Zahlen ein bisschen mit praktischeren Beispielen unterlegen, weil ich glaube, dass wir sozusagen unsere Investitionen auch wirklich zukunftsgerichtet einsetzen. Wien steht ja, wie Sie alle wissen, oder freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich möchte auch ein bisschen weggehen von den Zahlen, beziehungsweise die Zahlen ein bisschen mit praktischeren Beispielen unterlegen, weil ich glaube, dass wir sozusagen unsere Investitionen auch wirklich zukunftsgerichtet einsetzen. Wien steht ja, wie Sie alle wissen, und auch wie viele andere Großstädte, vor großen Herausforderungen. Das ist zum einen der Bevölkerungswachstum. Die Experten sagen uns voraus, dass Wien in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf eine Größe von 2 Millionen heranwachsen wird. Es werden die Ressourcen immer knapper. Der Klimawandel ist ein Thema. Neue Mobilitätskonzepte sind erforderlich und wir sind davon überzeugt, dass wir sozusagen gemeinsam mit unserer Schwesternholding, der Stadtwerke Holding, hier wichtige Initiativen setzen, richtige Impulse bringen und sozusagen so unseren Beitrag für die Weiterentwicklung der Stadt leisten. Anhand von 2 Beispielen möchte ich das vielleicht noch ein bisschen näher erläutern, was ich da meine. Zum Thema Bevölkerungswachstum. Wie gesagt, Wien wächst. Eine große Herausforderung ist, dass wir sozusagen zusätzlichen Wohnraum bedürfen. Wir brauchen zusätzliche Räumlichkeiten, um zu arbeiten. Wir brauchen neue soziale Infrastruktur. Und wir haben mit 2 Unternehmen in unserem Konzern, mit der Gessiber und der ABAG, glaube ich, sehr große und wichtige Player in unserem Portfolio. Wie die Frau Vizebürgermeisterin bereits gesagt hat, errichten wir im Jahr rund 1000 Wohneinheiten. Das sind überwiegend Wohneinheiten im geförderten Wohnbau. Das heißt, das sind leistbare Wohnungen. Und erst heuer im Frühjahr haben wir gemeinsam mit der Gessiber und der Stadt eine neue Initiative gestartet, und zwar Gemeindewohnungen neu. Auch hier werden wir im Herbst mit den ersten Bauten, und zwar konkret in Oberlaa, beginnen. Wir schauen aber nicht nur darauf, dass sozusagen die Wohnungen leistbar sind, sondern wir versuchen auch auf die verschiedenen und immer wieder sich ändernden Bedürfnisse der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner einzugehen. Also das sind nicht mehr 0815 Wohnungen, die hier zu leistbaren Preisen errichtet werden, sondern das sind ganz unterschiedliche Typen, Einpersonenwohnungen, Baugruppen in Gebäuden bis hin zu betreute Wohneinheiten. Also wir glauben, dass wir hier wirklich sozusagen zukunftsorientiert im Wohnbereich maßgeblich mitwirken in der Stadt. Ein zweites Thema ist Arbeitsraum. Wir haben vor einigen Monaten oder vor einem Jahr ungefähr im 14. Bezirk einen Wirtschaftspark fertiggestellt, den Wirtschaftspark Breitensee. Auch hier gibt es jetzt die Möglichkeit, auf rund 25.000 Quadratmeter für gewerbliche Unternehmen Arbeitsplätze für die Wienerinnen und Wiener einzurichten. Dieses Projekt
hat sozusagen aber nicht nur Platz geschaffen für neue Möglichkeiten, sondern es hat letztendlich diesen Stadtteil um die Missingdorfstraße, Goldschlagstraße, wirklich wieder einen neuen Impuls gegeben. Es lebt wieder auf, dieses Viertel. Die Leute kommen dorthin. Also es ist sozusagen auch ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt, dass wir sozusagen Mehrwert schaffen. Mehrwert für alle, die sozusagen und in diesen neuen Stadtteilen leben. Ebenso ein Beispiel, das man sich schon konkret anschauen kann, ist im 22. Bezirk die Bebauung der ehemaligen Wagner-Biro-Gründe. Auch hier arbeiten mittlerweile über 1000 Menschen dort. Wir haben rund 700 Wohnungen. Also das ist eine wirklich schöne, gemischte Nutzung mit Geschäften, Kindergärten, wo wir auch gemeinsam mit Privaten über 100 Millionen Euro investiert haben. Und es ist zukunftsorientiert richtig angelegtes Geld. Im Immobilienbereich haben wir die nächsten Projekte bereits in Vorbereitung. Eines, wo die Flächenwidmung bereits im Frühjahr im Gemeinderat beschlossen wurde, ist im 21. Bezirk, das ehemalige Gaswerk Neu-Leopoldau. Auch hier wird es ein großes gemischtes Gebiet geben, Wohnen, Arbeiten, das Thema. Kreative Bereiche sollen dort auch angesprochen werden. In Summe, wenn das Gebiet fertig bebaut wird, das wird einige Jahre dauern, werden dort rund 1500 Wohneinheiten entstehen und mit Sicherheit 80 bis 100 Betriebe angesiedelt sein. Ein weiteres Projektgebiet, wo wir sozusagen jetzt im einem Reloaded-Prozess sind, ist in Neumark. Sie wissen, das ist das Gebiet, wo wir sehr lange dafür gekämpft haben, dass der ORF sich dort ansiedelt. ORF hat sich dann anders entschieden. Wir haben einen neuen Planungsprozess aufgesetzt. Auch hier wird ein großes, gemischt genutztes Gebiet entstehen, wobei unsere Nutzungsschwerpunkte, die wir dort haben, Medien, Biotechnologie, natürlich weiterhin verfolgt werden, aber auch um das Thema Kreativwirtschaft, Start-ups erweitert werden sollen. Vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis auf, zum Thema soziale Infrastruktur. Mit einem Unternehmen aus unserem Immobilienbereich sind wir auch direkter Dienstleister für die Stadt und errichten sogenannten Schulzubauten. Auch hier haben wir heuer, jetzt in den Monaten Juli, August, mit sehr intensiven Vorlaufphasen an 8 Schulstandorten Klassenräume und ergänzende Räume dazugebaut. Wir haben einen Kindergarten errichtet und das wird alles jetzt zu Schulbeginn eröffnet werden. Das war auch ein Investitionsvolumen von über 100 Millionen Euro. Abschließend vielleicht noch ein Projekt, das ich glaube ich für die Stadt wirklich ein wesentliches ist, das ist im Thema, im Themenbereich Umwelt, mit der EBS Wien, die ja auch bei uns oder zu unserem Unternehmensverband gehört, haben wir, ich glaube sagen zu können, das ist wirklich die modernste Kläranlage Europas, die wir hier haben. Die Abwasserreinigung ist de facto auf höchstem Niveau. Wir sind aber jetzt dabei, uns in Richtung Energieeffizienz zu verbessern. Wir haben gemeinsam mit der TU Wien ein Konzept entwickelt, wo es um Klärschlammausfaulung geht. Aus diesem Ausfaulungsprozess kann Energie gewonnen werden. Und bis die Anlage fertig ist, das wird 2020 sein, werden wir den gesamten Energiebedarf, den die Kläranlage braucht, durch diese Ausfallungsvorgänge selbst erzeugen können. Und immerhin geht es da um 1% des gesamten Wiener Strombedarfs. Also das ist schon eine gewaltige Menge. Und in diese Anlage werden 200 Millionen Euro investiert. Also die sind sozusagen jetzt in der Studie noch gar nicht erfasst, weil das zukünftige Investitionen sind. Aber man sieht sozusagen, die Entwicklung, die auch Peter Hanke angeschnitten hat, geht in diese Richtung weiter. Danke. Dankeschön, Frau Direktor Oblak. Frau Magister Streißler, Führer, bitte. Danke vielmals. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich glaube, die wesentlichen Fakten und Daten sind genannt worden. Ich tue jetzt sozusagen methodisch noch ausputzen und erklären, wie wir das Ganze überhaupt berechnet haben. Und vielleicht auch sozusagen meine Zusammenfassung als Ökonomin, was mein Schluss aus der gesamten Studie ist. Ich möchte ganz am Anfang vielleicht sagen, der Hauptautor der Studie ist der Magister Fjodor Gütermann, der auch hinten sitzt. Das ist erstens einmal sozusagen Ehre, wem Ehre gebührt. Und zweitens, sollte es noch technische Detailfragen geben, dann steht er auch sehr gerne
dafür zur Verfügung. Was machen wir, wenn wir solche Impact-Studien machen? Wir machen im Grunde eine 360-Grad-Analyse, möchte ich das fast nennen. Zunächst einmal machen wir eben genau die klassische Wertschöpfungsberechnung. Das basiert auf Input-Output-Statistiken. Man nimmt die Wertschöpfung eines Unternehmens her. Die Wertschöpfung ist einfach das, was tatsächlich im Unternehmen geschaffen wird. Das sind Personalausgaben, Gewinne, Steuern etc. Und dann sagt man, dieses Unternehmen fragt aber auch bei anderen Unternehmen Leistungen nach. Das sind die Zulieferer. Und bei diesen Zulieferern durch die Nachfrage nach Leistungen entsteht dann natürlich auch wieder Wertschöpfung, sodass man das zusammenrechnen kann. Die Zulieferer haben dann auch wieder Nachfrage bei weiteren Zulieferern und diese kumulativen Multiplikatoren-Effekte werden in der Input-Output-Statistik sozusagen erfasst und mit der kann man rechnen. Es geht dann sogar noch weiter, indem man sagt, die Einkommen, die sowohl bei den Beschäftigten in der Wien Holding erzielt werden, als auch bei den Beschäftigten in den Vorlieferindustrien, auch die haben natürlich Konsumimpulse, weil sobald ich aus der Wien Holding rausgehe und mir beim nächsten Würstelstand der Würstel kaufe, habe ich auch wieder Wertschöpfung in Wien erzeugt. Das heißt, die Basis für solche Berechnungen ist die Input-Output-Statistik. Direktor Hanke hat es bereits gesagt, dass WIFO und Joanneum Research im Jahr 2009 eine sehr detaillierte Studie zur Wien Holding gemacht haben. Und da die letzten Input-Output-Statistiken jetzt auch nicht deutlich aktueller sind, haben wir einfach auf die Multiplikatoren, die im Detail in der WIFO Joanneum Research Studie errechnet wurden, zurückgegriffen und haben eben mit den 2013er Zahlen das dann hochgerechnet für die einzelnen Bereiche. Warum sage ich 360-Grad-Analyse? Es geht eben aus unserer Sicht bei Wertschöpfungsrechnungen oder bei Impact-Studien nicht nur darum, dass man sagt, was ist denn die Wertschöpfung eines Unternehmens? Jedes private Unternehmen hat auch eine Wertschöpfung und Vorleistungen. Viel wichtiger aus meiner Sicht ist dann noch die Frage, und was sind denn eigentlich die Leistungen, die dieses Unternehmen macht? Welchen Beitrag leisten die zur Wiener Wirtschaft, zur Wiener Gesellschaft? Die Zahlen wurden bereits genannt. Insgesamt sozusagen im laufenden Betrieb haben wir 2013 rund 540 Millionen Euro in den einzelnen Bereichen der Wien Holding gehabt. Daraus durch diese multiplikativen Effekte entstehen 950 Millionen Euro an Wertschöpfung. Wir haben 2013 155 Millionen Investitionen gehabt. Daraus entstehen 240 Millionen Euro an insgesamter Wertschöpfung. Und dann haben wir eben die zwei Betriebe, Vereinigte Bühnen und Stadthalle uns noch angeschaut mit 1,5 Millionen Besuchern. Auch die sozusagen kaufen sicher nicht nur das Ticket in der Stadthalle, sondern auch die gehen zum Würstelstand oder ins Restaurant und auch da haben wir eine Wertschöpfung von insgesamt 115 Millionen Euro. Das heißt, in Summe kommen wir auf den genannten Wien Holding Effekt, 1,3 Milliarden Euro macht die Wien Holding im Jahr 2013 aus. Wenn der Umsatz jetzt erfreulicherweise gestiegen ist, dann wird das für 2014 folgende noch mehr sein. Und eben die damit verbundenen Beschäftigten sind 16.590 Beschäftigte. Wie gesagt, das sind die Wirtschaftskennzahlen. Das ist das eine, aber auch als Wienerin, auch als Unternehmerin in Wien, erwarte ich mir von einem öffentlichen Unternehmen, dass es eben auch einen Beitrag zum Wirtschaftsstandort leistet, die Infrastruktur hier verbessert. Und genau das geschieht in der Wien Holding. Das beginnt zunächst einmal im Unternehmen selbst, wenn man sich eben anschaut, Renate Brauner hat die Lehrlingszahlen genannt, Wien Holding hat viele Lehrlinge, Wien Holding bemüht sich bei der Frauenförderung, was sicherlich in Bereichen, wo üblicherweise mehr Männer sind, gar nicht so einfach ist. Uns ist auch aufgefallen, dass beispielsweise Teilzeitarbeit sicherlich in der Wien Holding, wie soll ich sagen, mit mehr Perspektive verbunden ist. Woran haben wir das festgestellt? Frauen sind weniger oft in Teilzeit in der Wien Holding als Männer, als im Österreich-Durchschnitt, während Männer sind öfter in Teilzeit als im Österreich-Durchschnitt. Heißt, Teilzeit ist sozusagen nicht die typische Einbahnstraße, sondern einfach ein Beitrag zur Flexibilität. Aber sozusagen aus dem Unternehmen hinaus geht es noch viel weiter. Wir sehen einfach in den verschiedenen Bereichen, dass die Wien Holding enorm viel zum Wirtschaftsstandort beiträgt.
Und es wird kein privates Unternehmen geben, das in die Stadtentwicklung investiert, das ins Kulturangebot investiert, das für nachhaltigen Verkehr investiert, das auf die Leistbarkeit und auf die Umweltqualität schaut. Das heißt, das sind sozusagen strategische Themenfelder, die, glaube ich, meine drei Vorrednerinnen schon klar dargelegt haben. Aber noch dazu sozusagen mit diesen wichtigen Beiträgen zur Wiener Wirtschaft sind dann aber eben auch immer Investitionen verbunden, Investitionen in die Zukunft und Investitionen in den Wirtschaftsstandort. Dankeschön. Auch wie viele andere Großstädte vor großen Herausforderungen. Das ist zum einen der Bevölkerungswachstum. Die Experten sagen uns voraus, dass Wien in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf eine Größe von 2 Millionen heranwachsen wird. Es werden die Ressourcen immer knapper, der Klimawandel ist ein Thema, neue Mobilitätskonzepte sind erforderlich und wir sind davon überzeugt, dass wir sozusagen gemeinsam mit unserer Schwesternholding, der Stadtwerke Holding, hier wichtige Initiative setzen, richtige Impulse bringen und sozusagen so unseren Beitrag für die Weiterentwicklung der Stadt leisten. Anhand von 2 Beispielen möchte ich das vielleicht noch ein bisschen näher erläutern, was ich da meine. Zum Thema Bevölkerungswachstum. Wie gesagt, Wien wächst. Eine große Herausforderung ist, dass wir sozusagen zusätzlichen Wohnraum bedürfen. Wir brauchen zusätzliche Räumlichkeiten, um zu arbeiten. Wir brauchen neue soziale Infrastruktur. Und wir haben mit 2 Unternehmen in unserem Konzern, mit der Gessiber und der ABAG, glaube ich, sehr große und wichtige Player in unserem Portfolio. Wie die Frau Vizebürgermeisterin bereits gesagt hat, errichten wir im Jahr rund 1000 Wohneinheiten. Das sind überwiegend Wohneinheiten im geförderten Wohnbau. Das heißt, das sind leistbare Wohnungen. Und erst heuer im Frühjahr haben wir gemeinsam mit der Gessiber und der Stadt eine neue Initiative gestartet, und zwar Gemeindewohnungen neu. Auch hier werden wir im Herbst mit den ersten Bauten, und zwar konkret in Oberlaa, beginnen. Wir schauen aber nicht nur darauf, dass sozusagen die Wohnungen leistbar sind, sondern wir versuchen auch auf die verschiedenen und immer wieder sich ändernden Bedürfnisse der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner einzugehen. Also das sind nicht mehr 0815 Wohnungen, die hier zu leistbaren Preisen errichtet werden, sondern das sind ganz unterschiedliche Typen, Einpersonenwohnungen, Baugruppen in Gebäuden bis hin zu betreute Wohneinheiten. Also wir glauben, dass wir hier wirklich sozusagen zukunftsorientiert im Wohnbereich maßgeblich mitwirken in der Stadt. Ein zweites Thema ist Arbeitsraum. Wir haben vor einigen Monaten oder vor einem Jahr ungefähr im 14. Bezirk einen Wirtschaftspark fertiggestellt, den Wirtschaftspark Breitensee. Auch hier gibt es jetzt die Möglichkeit, auf rund 25.000 Quadratmeter für gewerbliche Unternehmen Arbeitsplätze für die Wienerinnen und Wiener einzurichten. Dieses Projekt hat sozusagen aber nicht nur Platz geschaffen für neue Möglichkeiten, sondern es hat letztendlich diesen Stadtteil um die Missingdorfstraße, Goldschlagstraße, wirklich wieder einen neuen Impuls gegeben. Es lebt wieder auf, dieses Viertel. Die Leute kommen dorthin. Also es ist sozusagen auch ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt, dass wir sozusagen Mehrwert schaffen. Mehrwert für alle, die sozusagen um und in diesen neuen Stadtteilen leben. Ebenso ein Beispiel, das man sich schon konkret anschauen kann, ist im 22. Bezirk die Bebauung der ehemaligen Wagner-Biro-Gründe. Auch hier arbeiten mittlerweile über 1000 Menschen dort. Wir haben rund 700 Wohnungen. Also das ist eine wirklich schöne, gemischte Nutzung mit Geschäften, Kindergärten, wo wir auch gemeinsam mit Privaten über 100 Millionen Euro investiert haben. Und es ist zukunftsorientiert richtig angelegtes Geld. Im Immobilienbereich haben wir die nächsten Projekte bereits in Vorbereitung. Eines, wo die Flächenwidmung bereits im Frühjahr im Gemeinderat beschlossen wurde, ist im 21. Bezirk, das ehemalige Gaswerk Neu-Leopoldau.
Auch hier wird es ein großes gemischtes Gebiet geben, Wohnen, Arbeiten, das Thema. Kreative Bereiche sollen dort auch angesprochen werden. In Summe, wenn das Gebiet fertig bebaut wird, das wird einige Jahre dauern, werden dort rund 1500 Wohneinheiten entstehen und mit Sicherheit 80 bis 100 Betriebe angesiedelt sein. Ein weiteres Projektgebiet, wo wir sozusagen jetzt in einem Reloaded-Prozess sind, ist in Neumark. Sie wissen, das ist das Gebiet, wo wir sehr lange dafür gekämpft haben, dass der ORF sich dort ansiedelt. ORF hat sich dann anders entschieden. Wir haben einen neuen Planungsprozess aufgesetzt. Auch hier wird ein großes, gemischt genutztes Gebiet entstehen, wobei unsere Nutzungsschwerpunkte, die wir dort haben, Medien, Biotechnologie, natürlich weiterhin verfolgt werden, aber auch um das Thema Kreativwirtschaft, Start-ups erweitert werden sollen. Vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis auf, zum Thema soziale Infrastruktur. Mit einem Unternehmen aus unserem Immobilienbereich sind wir auch direkter Dienstleister für die Stadt und errichten sogenannten Schulzubauten. Auch hier haben wir heuer, jetzt in den Monaten Juli, August, mit sehr intensiven Vorlaufphasen an 8 Schulstandorten Klassenräume und ergänzende Räume dazugebaut. Wir haben einen Kindergarten errichtet und das wird alles jetzt zu Schulbeginn eröffnet werden. Das war auch ein Investitionsvolumen von über 100 Millionen Euro. Abschließend vielleicht noch ein Projekt, das ich glaube ich für die Stadt wirklich ein wesentliches ist, das ist im Thema, im Themenbereich Umwelt, mit der EBS Wien, die ja auch bei uns oder zu unserem Unternehmensverband gehört, haben wir, ich glaube zu sagen oder sagen zu können, das ist wirklich die modernste Kläranlage Europas, die wir hier haben. Die Abwasserreinigung ist de facto auf höchstem Niveau. Wir sind aber jetzt dabei, uns in Richtung Energieeffizienz zu verbessern. Wir haben gemeinsam mit der TU Wien ein Konzept entwickelt, wo es um Klärschlammausfaulung geht. Aus diesem Ausfaulungsprozess kann Energie gewonnen werden. Und bis die Anlage fertig ist, das wird 2020 sein, werden wir den gesamten Energiebedarf, den die Kläranlage braucht, durch diese Ausfallungsvorgänge selbst erzeugen können. Und immerhin geht es da um 1% des gesamten Wiener Strombedarfs. Also das ist schon eine gewaltige Menge. Und in diese Anlage werden 200 Millionen Euro investiert. Also die sind sozusagen jetzt in der Studie noch gar nicht erfasst, weil das zukünftige Investitionen sind. Aber man sieht sozusagen, die Entwicklung, die auch Peter Hanke angeschnitten hat, geht in diese Richtung weiter. Danke. Dankeschön, Frau Direktor Oblak. Frau Magister Streißler, Führer, bitte. Danke vielmals. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich glaube, die wesentlichen Fakten und Daten sind genannt worden. Ich tue jetzt sozusagen methodisch noch ausputzen und erklären, wie wir das Ganze überhaupt berechnet haben. Und vielleicht auch sozusagen meine Zusammenfassung als Ökonomin, was mein Schluss aus der gesamten Studie ist. Ich möchte ganz am Anfang vielleicht sagen, der Hauptautor der Studie ist der Magister Fjodor Gütermann, der auch hinten sitzt. Das ist erstens einmal sozusagen Ehre, wem Ehre gebührt. Und zweitens, sollte es noch technische Detailfragen geben, dann steht er auch sehr gerne dafür zur Verfügung. Was machen wir, wenn wir solche Impact-Studien machen? Wir machen im Grunde eine 360-Grad-Analyse, möchte ich das fast nennen. Zunächst einmal machen wir eben genau die klassische Wertschöpfungsberechnung. Das basiert auf Input-Output-Statistiken. Man nimmt die Wertschöpfung eines Unternehmens her. Die Wertschöpfung ist einfach das, was tatsächlich im Unternehmen geschaffen wird. Das sind Personalausgaben, Gewinne, Steuern etc. Und dann sagt man, dieses Unternehmen fragt aber auch bei anderen Unternehmen Leistungen nach. Das sind die Zulieferer. Und bei diesen Zulieferern durch die Nachfrage nach Leistungen entsteht dann natürlich auch wieder Wertschöpfung, sodass man das zusammenrechnen kann. Die Zulieferer haben dann auch wieder Nachfrage bei weiteren Zulieferern und diese kumulativen Multiplikatoren-Effekte werden in der Input-Output-Statistik sozusagen erfasst und mit der kann man rechnen. Es geht dann sogar noch weiter, indem man sagt, die Einkommen, die sowohl bei den Beschäftigten in der Wien Holding erzielt werden, als auch bei den Beschäftigten in den Vorlieferindustrien, auch die haben natürlich Konsumimpulse, weil sobald ich aus der Wien Holding rausgehe und mir beim nächsten Würstelstand der Würstel kaufe, habe ich auch wieder Wertschöpfung in Wien erzeugt.
Das heißt, die Basis für solche Berechnungen ist die Input-Output-Statistik. Direktor Hanke hat es bereits gesagt, dass WIFO und Ioneum Research im Jahr 2009 eine sehr detaillierte Studie zur Wien Holding gemacht haben. Und da die letzten Input-Output-Statistiken jetzt auch nicht deutlich aktueller sind, haben wir einfach auf die Multiplikatoren, die im Detail in der WIFO Ioneum Research Studie errechnet wurden, zurückgegriffen und haben eben mit den 2013er Zahlen das dann hochgerechnet für die einzelnen Bereiche. Warum sage ich 360-Grad-Analyse? Es geht eben aus unserer Sicht bei Wertschöpfungsrechnungen oder bei Impact-Studien nicht nur darum, dass man sagt, was ist denn die Wertschöpfung eines Unternehmens? Jedes private Unternehmen hat auch eine Wertschöpfung und Vorleistungen. Viel wichtiger aus meiner Sicht ist dann noch die Frage, und was sind denn eigentlich die Leistungen, die dieses Unternehmen macht? Welchen Beitrag leisten die zur Wiener Wirtschaft, zur Wiener Gesellschaft? Die Zahlen wurden bereits genannt, insgesamt sozusagen im laufenden Betrieb haben wir 2013 rund 540 Millionen Euro in den einzelnen Bereichen der Wien Holding gehabt. Daraus durch diese multiplikativen Effekte entstehen 950 Millionen Euro an Wertschöpfung. Wir haben 2013 155 Millionen Investitionen gehabt. Daraus entstehen 240 Millionen Euro an insgesamter Wertschöpfung. Und dann haben wir eben die zwei Betriebe, Vereinigte Bühnen und Stadthalle uns noch angeschaut mit 1,5 Millionen Besuchern. Auch die sozusagen kaufen sicher nicht nur das Ticket in der Stadthalle, sondern auch die gehen zum Würstelstand oder ins Restaurant. Und auch da haben wir eine Wertschöpfung von insgesamt 115 Millionen Euro. Das heißt, in Summe kommen wir auf den genannten Wien Holding Effekt, 1,3 Milliarden Euro. Macht die Wien Holding im Jahr 2013 aus. Wenn der Umsatz jetzt erfreulicherweise gestiegen ist, dann wird das für 2014 folgende noch mehr sein. Und eben die damit verbundenen Beschäftigten sind 16.590 Beschäftigte. Wie gesagt, das sind die Wirtschaftskennzahlen. Das ist das eine, aber auch als Wienerin, auch als Unternehmerin in Wien, erwarte ich mir von einem öffentlichen Unternehmen, dass es eben auch einen Beitrag zum Wirtschaftsstandort leistet, die Infrastruktur hier verbessert. Und genau das geschieht in der Wien Holding. Das beginnt zunächst einmal im Unternehmen selbst, wenn man sich eben anschaut, Renate Brauner hat die Lehrlingszahlen genannt. Wien Holding hat viele Lehrlinge. Wien Holding bemüht sich bei der Frauenförderung, was sicherlich in Bereichen, wo üblicherweise mehr Männer sind, gar nicht so einfach ist. Uns ist auch aufgefallen, dass beispielsweise Teilzeitarbeit sicherlich in der Wien Holding, wie soll ich sagen, mit mehr Perspektive verbunden ist. Woran haben wir das festgestellt? Frauen sind weniger oft in Teilzeit in der Wien Holding als Männer, als im Österreich-Durchschnitt, während Männer sind öfter in Teilzeit als im Österreich-Durchschnitt. Heißt, Teilzeit ist sozusagen nicht die typische Einbahnstraße, sondern einfach ein Beitrag zur Flexibilität. Aber sozusagen aus dem Unternehmen hinaus geht es noch viel weiter. Wir sehen einfach in den verschiedenen Bereichen, dass die Wien Holding enorm viel zum Wirtschaftsstandort beiträgt. Und es wird kein privates Unternehmen geben, das in die Stadtentwicklung investiert, das ins Kulturangebot investiert, das für nachhaltigen Verkehr investiert, das auf die Leistbarkeit und auf die Umweltqualität schaut. Das heißt, das sind sozusagen strategische Themenfelder, die, glaube ich, meine drei Vorrednerinnen schon klar dargelegt haben. Aber noch dazu sozusagen mit diesen wichtigen Beiträgen zur Wiener Wirtschaft sind dann aber eben auch immer Investitionen verbunden, Investitionen in die Zukunft und Investitionen in den Wirtschaftsstandort. Dankeschön. Dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich möchte auch ein bisschen weggehen von den Zahlen, beziehungsweise die Zahlen ein bisschen mit praktischeren Beispielen unterlegen, weil ich glaube, dass wir sozusagen unsere Investitionen auch wirklich zukunftsgerichtet einsetzen. Wien steht ja, wie Sie alle wissen, und auch wie viele andere Großstädte, vor großen Herausforderungen. Das ist zum einen das Bevölkerungswachstum. Die Experten sagen uns voraus, dass Wien in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf eine Größe von 2 Millionen heranwachsen wird. Es werden die Ressourcen immer knapper. Der Klimawandel ist ein Thema. Neue Mobilitätskonzepte.
sind erforderlich und wir sind davon überzeugt, dass wir sozusagen gemeinsam mit unserer Schwesternholding, der Stadtwerke Holding, hier wichtige Initiative setzen, richtige Impulse bringen und sozusagen so unseren Beitrag für die Weiterentwicklung der Stadt leisten. Anhand von zwei Beispielen möchte ich das vielleicht noch ein bisschen näher erläutern, was ich da meine. Zum Thema Bevölkerungswachstum. Wie gesagt, Wien wächst. Eine große Herausforderung ist, dass wir sozusagen zusätzlichen Wohnraum bedürfen. Wir brauchen zusätzliche Räumlichkeiten, um zu arbeiten. Wir brauchen neue soziale Infrastruktur. Und wir haben mit zwei Unternehmen in unserem Konzern, mit der Gessiber und der ABAG, glaube ich, sehr große und wichtige Player in unserem Portfolio. Wie die Frau Vizebürgermeisterin bereits gesagt hat, errichten wir im Jahr rund 1000 Wohneinheiten. Das sind überwiegend Wohneinheiten im geförderten Wohnbau. Das heißt, das sind leistbare Wohnungen. Und erst heuer im Frühjahr haben wir gemeinsam mit der Gessiber und der Stadt eine neue Initiative gestartet, und zwar Gemeindewohnungen neu. Auch hier werden wir im Herbst mit den ersten Bauten, und zwar konkret in Oberlaa, beginnen. Wir schauen aber nicht nur darauf, dass sozusagen die Wohnungen leistbar sind, sondern wir versuchen auch auf die verschiedenen und immer wieder sich ändernden Bedürfnisse der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner einzugehen. Also das sind nicht mehr 0815 Wohnungen, die hier zu leistbaren Preisen errichtet werden, sondern das sind ganz unterschiedliche Typen, Einpersonenwohnungen, Baugruppen in Gebäuden bis hin zu betreute Wohneinheiten. Also wir glauben, dass wir hier wirklich sozusagen zukunftsorientiert im Wohnbereich maßgeblich mitwirken in der Stadt. Ein zweites Thema ist Arbeitsraum. Wir haben vor einigen Monaten oder vor einem Jahr ungefähr im 14. Bezirk einen Wirtschaftspark fertiggestellt, den Wirtschaftspark Breitensee. Auch hier gibt es jetzt die Möglichkeit, auf rund 25.000 Quadratmeter für gewerbliche Unternehmen Arbeitsplätze für die Wienerinnen und Wiener einzurichten. Dieses Projekt hat sozusagen aber nicht nur Platz geschaffen für neue Möglichkeiten, sondern es hat letztendlich diesen Stadtteil um die Missingdorfstraße, Goldschlagstraße, wirklich wieder einen neuen Impuls gegeben. Es lebt wieder auf, dieses Viertel. Die Leute kommen dorthin. Also es ist sozusagen auch ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt, dass wir sozusagen Mehrwert schaffen. Mehrwert für alle, die sozusagen um und in diesen neuen Stadtteilen leben. Ebenso ein Beispiel, das man sich schon konkret anschauen kann, ist im 22. Bezirk die Bebauung der ehemaligen Wagner-Biro-Gründe. Auch hier arbeiten mittlerweile über 1000 Menschen dort. Wir haben rund 700 Wohnungen. Also das ist eine wirklich schöne, gemischte Nutzung mit Geschäften, Kindergärten, wo wir auch gemeinsam mit Privaten über 100 Millionen Euro investiert haben. Und es ist zukunftsorientiert richtig angelegtes Geld. Im Immobilienbereich haben wir die nächsten Projekte bereits in Vorbereitung. Eines, wo die Flächenwidmung bereits im Frühjahr im Gemeinderat beschlossen wurde, ist im 21. Bezirk, das ehemalige Gaswerk Neu-Leopoldau. Auch hier wird es ein großes gemischtes Gebiet geben, Wohnen, Arbeiten, das Thema. Kreative Bereiche sollen dort auch angesprochen werden. In Summe, wenn das Gebiet fertig bebaut wird, das wird einige Jahre dauern, werden dort rund 1500 Wohneinheiten entstehen und mit Sicherheit 80 bis 100 Betriebe angesiedelt sein. Ein weiteres Projektgebiet, wo wir sozusagen jetzt im einem Reloaded-Prozess sind, ist in Neumark. Sie wissen, das ist das Gebiet, wo wir sehr lange dafür gekämpft haben, dass der ORF sich dort ansiedelt. ORF hat sich dann anders entschieden. Wir haben einen neuen Planungsprozess aufgesetzt. Auch hier wird ein großes, gemischt genutztes Gebiet entstehen, wobei unsere Nutzungsschwerpunkte, die wir dort haben, Medien, Biotechnologie, natürlich weiterhin verfolgt werden, aber auch um das Thema Kreativwirtschaft, Start-ups erweitert werden sollen. Vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis auf, zum Thema soziale Infrastruktur. Mit einem Unternehmen aus unserem Immobilienbereich sind wir auch direkter Dienstleister für die Stadt und errichten sogenannten Schulzubauten. Auch hier haben wir heuer
jetzt in den Monaten Juli, August mit sehr intensiven Vorlaufphasen an 8 Schulstandorten Klassenräume und ergänzende Räume dazugebaut. Wir haben einen Kindergarten errichtet und das wird alles jetzt zu Schulbeginn eröffnet werden. Das war auch ein Investitionsvolumen von über 100 Millionen Euro. Abschließend vielleicht noch ein Projekt, das ich glaube ich für die Stadt wirklich ein wesentliches ist. Das ist im Thema, im Themenbereich Umwelt mit der EBS Wien, die ja auch bei uns oder zu unserem Unternehmensverband gehört, haben wir, ich glaube zu sagen oder sagen zu können, das ist wirklich die modernste Kläranlage Europas, die wir hier haben. Die Abwasserreinigung ist de facto auf höchstem Niveau. Wir sind aber jetzt dabei, uns in Richtung Energieeffizienz zu verbessern. Wir haben gemeinsam mit der TU Wien ein Konzept entwickelt, wo es um Klärschlammausfaulung geht. Aus diesem Ausfaulungsprozess kann Energie gewonnen werden. Und bis die Anlage fertig ist, das wird 2020 sein, werden wir den gesamten Energiebedarf, den die Kläranlage braucht, durch diese Ausfallungsvorgänge selbst erzeugen können. Und immerhin geht es da um 1% des gesamten Wiener Strombedarfs. Also das ist schon eine gewaltige Menge. Und in diese Anlage werden 200 Millionen Euro investiert. Also die sind sozusagen jetzt in der Studie noch gar nicht erfasst, weil das zukünftige Investitionen sind. Aber man sieht sozusagen, die Entwicklung, die auch Peter Hanke angeschnitten hat, geht in diese Richtung weiter. Danke. Dankeschön, Frau Direktor Oblak. Frau Magister Streißler, Führer, bitte. Danke vielmals. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich glaube, die wesentlichen Fakten und Daten sind genannt worden. Ich tue jetzt sozusagen methodisch noch ausputzen und erklären, wie wir das Ganze überhaupt berechnet haben. Und vielleicht auch sozusagen meine Zusammenfassung als Ökonomin, was mein Schluss aus der gesamten Studie ist. Ich möchte ganz am Anfang vielleicht sagen, der Hauptautor der Studie ist der Magister Fjodor Gütermann, der auch hinten sitzt. Das ist erstens einmal sozusagen Ehre, wem Ehre gebührt. Und zweitens, sollte es noch technische Detailfragen geben, dann steht er auch sehr gerne dafür zur Verfügung. Was machen wir, wenn wir solche Impact-Studien machen? Wir machen im Grunde eine 360-Grad-Analyse, möchte ich das fast nennen. Zunächst einmal machen wir eben genau die klassische Wertschöpfungsberechnung. Das basiert auf Input-Output-Statistiken. Man nimmt die Wertschöpfung eines Unternehmens her. Die Wertschöpfung ist einfach das, was tatsächlich im Unternehmen geschaffen wird. Das sind Personalausgaben, Gewinne, Steuern etc. Und dann sagt man, dieses Unternehmen fragt aber auch bei anderen Unternehmen Leistungen nach. Das sind die Zulieferer. Und bei diesen Zulieferern durch die Nachfrage nach Leistungen entsteht dann natürlich auch wieder Wertschöpfung, sodass man das zusammenrechnen kann. Die Zulieferer haben dann auch wieder Nachfrage bei weiteren Zulieferern und diese kumulativen Multiplikatoren-Effekte werden in der Input-Output-Statistik sozusagen erfasst und mit der kann man rechnen. Es geht dann sogar noch weiter, indem man sagt, die Einkommen, die sowohl bei den Beschäftigten in der Wien Holding erzielt werden, als auch bei den Beschäftigten in den Vorlieferindustrien, auch die haben natürlich Konsumimpulse, weil sobald ich aus der Wien Holding rausgehe und mir beim nächsten Würstelstand der Würstel kaufe, habe ich auch wieder Wertschöpfung in Wien erzeugt. Das heißt, die Basis für solche Berechnungen ist die Input-Output-Statistik. Direktor Hanke hat es bereits gesagt, dass WIFO und Joanneum Research im Jahr 2009 eine sehr detaillierte Studie zur Wien Holding gemacht haben. Und da die letzten Input-Output-Statistiken jetzt auch nicht deutlich aktueller sind, haben wir einfach auf die Multiplikatoren, die im Detail in der WIFO Joanneum Research Studie errechnet wurden, zurückgegriffen und haben eben mit den 2013er Zahlen das dann hochgerechnet für die einzelnen Bereiche. Warum sage ich 360-Grad-Analyse? Es geht eben aus unserer Sicht bei Wertschöpfungsrechnungen oder bei Impact-Studien nicht nur darum, dass man sagt, was ist denn die Wertschöpfung eines Unternehmens? Jedes private Unternehmen hat auch eine Wertschöpfung und Vorleistungen. Viel wichtiger aus meiner Sicht ist dann noch die Frage, und was sind denn eigentlich die Leistungen, die dieses Unternehmen macht? Welchen Beitrag leisten die zur Wiener Wirtschaft, zur Wiener Gesellschaft? Die Zahlen wurden bereits genannt. Die
also insgesamt sozusagen im laufenden Betrieb, haben wir 2013 rund 540 Millionen Euro in den einzelnen Bereichen der Wien Holding gehabt. Daraus durch diese multiplikativen Effekte entstehen 950 Millionen Euro an Wertschöpfung. Wir haben 2013 155 Millionen Investitionen gehabt. Daraus entstehen 240 Millionen Euro an insgesamter Wertschöpfung. Und dann haben wir eben die zwei Betriebe, Vereinigte Bühnen und Stadthalle, uns noch angeschaut mit 1,5 Millionen Besuchern. Auch die sozusagen kaufen sicher nicht nur das Ticket in der Stadthalle, sondern auch die gehen zum Würstelstand oder ins Restaurant. Und auch da haben wir eine Wertschöpfung von insgesamt 115 Millionen Euro. Das heißt, in Summe kommen wir auf den genannten Wien Holding Effekt, 1,3 Milliarden Euro. Macht die Wien Holding im Jahr 2013 aus. Wenn der Umsatz jetzt erfreulicherweise gestiegen ist, dann wird das für 2014 folgende noch mehr sein. Und eben die damit verbundenen Beschäftigten sind 16.590 Beschäftigte. Wie gesagt, das sind die Wirtschaftskennzahlen. Das ist das eine, aber auch als Wienerin, auch als Unternehmerin in Wien, erwarte ich mir von einem öffentlichen Unternehmen, dass es eben auch einen Beitrag zum Wirtschaftsstandort leistet, die Infrastruktur hier verbessert. Und genau das geschieht in der Wien Holding. Das beginnt zunächst einmal im Unternehmen selbst, wenn man sich eben anschaut, Renate Brauner hat die Lehrlingszahlen genannt. Wien Holding hat viele Lehrlinge. Wien Holding bemüht sich bei der Frauenförderung, was sicherlich in Bereichen, wo üblicherweise mehr Männer sind, gar nicht so einfach ist. Uns ist auch aufgefallen, dass beispielsweise Teilzeitarbeit sicherlich in der Wien Holding, wie soll ich sagen, mit mehr Perspektive verbunden ist. Woran haben wir das festgestellt? Frauen sind weniger oft in Teilzeit in der Wien Holding als Männer, als im Österreich-Durchschnitt, während Männer sind öfter in Teilzeit als im Österreich-Durchschnitt. Heißt, Teilzeit ist sozusagen nicht die typische Einbahnstraße, sondern einfach ein Beitrag zur Flexibilität. Aber sozusagen aus dem Unternehmen hinaus geht es noch viel weiter. Wir sehen einfach in den verschiedenen Bereichen, dass die Wien Holding enorm viel zum Wirtschaftsstandort beiträgt. Und es wird kein privates Unternehmen geben, das in die Stadtentwicklung investiert, das ins Kulturangebot investiert, das für nachhaltigen Verkehr investiert, das auf die Leistbarkeit und auf die Umweltqualität schaut. Das heißt, das sind sozusagen strategische Themenfelder, die, glaube ich, meine drei Vorrednerinnen schon klar dargelegt haben. Aber noch dazu sozusagen mit diesen wichtigen Beiträgen zur Wiener Wirtschaft sind dann aber eben auch immer Investitionen verbunden, Investitionen in die Zukunft und Investitionen in den Wirtschaftsstandort. Dankeschön.